Hier bin ich, als ich noch nicht auf der Welt war. Meine Eltern waren ziemlich neugierig, was ich denn nun werde. Als ich da war, schien klar, ich sei ein Junge. Ich bekam einen Namen, Spielzeuge, von denen man annahm, sie würden zu mir passen, und ich wurde ganz offiziell als Junge in die Geburtsurkunde eingetragen. Aber so sicher, ob das alles zu mir passt, war ich mir nie. Denn ich habe mich gar nicht gefühlt wie ein Junge, sondern wie ein Mädchen. Das nennt sich trans. Und das geht vielen so. Zum Beispiel Luca, der sich nicht als Mädchen, sondern eher als Junge fühlt. Oder Billy. Billy findet weder Junge noch Mädchen für sich passend. Billy ist also nicht binär. Manche von uns spüren das sehr früh. Andere merken es erst später und es vergehen oft Jahre, bis sie sich trauen, mit anderen darüber zu sprechen. Meine Eltern haben es erstmal nicht so richtig verstanden. Aber sie haben mich immer unterstützt. Und das ist auch wichtig, denn da draußen gibt es für uns Transmenschen einige Hürden, Herausforderungen und manchmal auch Probleme. In Deutschland haben wir die Möglichkeit, Vornamen und Geschlechtseintrag ganz offiziell zu ändern. Das ist bisher ein schwieriger und langer Prozess. Manche von uns möchten ihren Körper auch verändern, um sich wohler zu fühlen. Ich habe mich dazu mit anderen Transmenschen ausgetauscht und bin dann zu einer Ärztin gegangen, um zu erfahren, welche Möglichkeiten ich habe. Mittlerweile arbeite ich als Mechatronikerin in einer Werkstatt und habe dort viel Spaß. Ach ja, und ich bin mit Dilara zusammen. Auch das ist übrigens bei uns Transmenschen wie bei allen. Du kannst auf dein eigenes, ein anderes oder gar kein Geschlecht stehen. Hauptsache, es fühlt sich richtig an. Bald werden wir Eltern und nee, wir überlegen uns nicht, was es wohl wird. Denn hey, mal ehrlich, das ist doch ganz egal, oder?